Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu Drakensang. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe nämlich letzte Folge Amazone voraus gespeichert da am Ende. Und dann bin ich weitergelaufen. Musste gegen einen Boss kämpfen. Bin natürlich verstorben. Hab wieder geladen, aber einen falschen Spielstand. Hab dann 20 Minuten rumgesucht und mich gewundert, dass ich hier noch nie war und so weiter. Und dann ist mir aufgefallen, dass es falsch war und dass das alles für ein Arsch war, was ich gemacht habe. Deswegen bin ich jetzt nochmal hierher gelaufen. Ungefähr da, wo ich das letzte Mal war. Ich laufe bis dahin, wo der Boss ist. Den Boss kann ich noch nicht machen. Ich erkläre das dann gleich, was dann passiert ist. Oder ich reiße es nur an. Weil irgendwann werde ich den machen, aber jetzt noch nicht. Und ja, ich hoffe, es wird dann trotzdem noch einigermaßen gut gehen alles, weil hier unten ist er nämlich, der Boss. Genau, stimmt, soweit waren wir. Ich dachte nämlich da kurzzeitig, dass man da die ganzen Ratten, die da ankommen, alles klar. Candidus unterwegs. Och nein, nicht rumlaufen. Dass man die ganzen Ratten einzeln rauslocken kann und dann nach und nach plätten, aber der Boss, Mutter Radzinski heißt ja in dem Fall, beschwört immer mal wieder neue. Und die hat 400 Lebensenergie. Zum Vergleich zu einer normalen Ratte hat 60. Ich mache halt irgendwie 5 Schaden. Und die hat noch mehr Rüstung. Also ich mache dir gar keinen Schaden. Und, nee, das machen wir nicht. Aber ich habe schon herausgefunden, dass man mit Wirkwash zu denen, wo man ihn angesprochen hat, reisen kann. Das heißt, ich kann später einfach in Ebene 4 wieder runterreisen. Muss nicht alles wieder neu runterlaufen. Und ich glaube, das ist dann ganz okay. So, dann nehme ich nämlich mal alle mit. Da unten sieht man sie so ein bisschen da. Mutter Radzinski ist einfach eine Riesenratte, wie ich es schon prophezeit habe. Und die macht einfach, die hält ziemlich viel aus. Schaden ist ganz okay, aber sie spawnt halt die ganze Zeit kleine Ratten. Und wenn man halt dann immer 5 Stück hat, die mir so schon Probleme bereiten, dann ist es nicht so ganz einfach. Die Frage ist nur, theoretisch müsste man hier auch irgendwie zu Dranor kommen. Ob man da an der Mutter Radzinski vorbei muss, das ist eine andere Frage. Aber ich gehe auf jeden Fall nochmal raus. Da braucht man echt jemand, ein bisschen mehr Haut drauf ist, wie hier Gladys. Gladys ist relativ nutzlos. Will ihr nicht zu nahe treten, aber sie ist relativ nutzlos. Der Blitz, den ich finde oder sowas, habe ich dann auch auf. Ich hab wirklich einen guten Kampf gemacht. Der ging auch ziemlich lang. Ich habe es wirklich versucht, strategisch zu machen. Gut, ist nicht was man von mir gewohnt sein durfte. Aber ich habe es tatsächlich versucht mit Blitz, den ich finde und dem Favilio Feuertanz, Funkentanz. Aber irgendwann war bei Commander Ahmed auch die Bana alle. Und dann war alles vorbei. Ah, Garroschen. Wir sind schon ziemlich tief, die 4. Ebene. Tiefer war ich selbst noch nicht, also haltet die Augen gut auf. Wenn ihr was braucht, kommt zu mir. So, ich gehe jetzt nochmal in die 1. Ebene zurück und dann laufe ich hoch, weil ich weiß nicht, ob es hier noch weitergeht. Aber ich glaube es nicht. Ich guck nur mal schnell und dann laufe ich hoch. Candidus. Nee, da geht's nicht weiter. Okay, alles klar. Okay, können wir rausgehen. Ich muss unbedingt Gulmund hier einkaufen. Der ist echt unglaublich hart weggegangen. Auch ein Fass. Oh, Pferdocker ist übrigens sehr gut zum Verkaufen. Das habe ich dann. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt alles dann wieder geladen habe oder nicht. Weil ich habe für 3 Dukaten oder sowas Pferdocker verkauft. Okay, hier geht's auch nicht mehr weiter. Dann gehen wir hier halt mal raus. Ups, nein, ich will nicht mit Gladys reden. Gladys ist nicht so interessant im Moment. Also, das heißt, wir können Dranor nicht wirklich befreien. Und auch die Rattenplage noch nicht ganz beseitigen. Ja?
brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr bessere Ausrüstung. Könnte ich auch mal eigentlich gucken. Aber wir müssen uns ja auch bei einer von beiden... Hä? Wo bin ich denn hier? Geht's hier noch woanders hin vielleicht? Oder laufe ich gerade wieder runter? Bin ich jetzt doof? In welcher Ebene bin ich denn? Klar. Also ich laufe jetzt hier mal geradeaus, aber laufe ich jetzt schon wieder in die falsche Richtung? Ich sag euch, ich verirre mich hier unten so unglaublich krass. Ich glaube, ich bin schon wieder in die falsche Richtung gelaufen. Vor allem auch hier unten, da erkennt man nie so richtig, welche Ebene was ist. Also Ebene 1 bin ich jetzt, oder was? Und das ist Ebene 2. Und Ebene 3 kann man nicht anklicken. Ey, ich bin so verwirrt. Aber eigentlich, ich bin doch die Treppen jetzt hochgelaufen. Es geht auf jeden Fall nach oben. Das ist ja schon mal ein Indiz dafür, dass ich mich auf dem richtigen Weg befinde. Oder es geht doch nach unten. Ne, es geht auch nach oben, ne? Ja. Keine Ahnung. Ich bin da unten, ohne Spaß. Es hätten auch zwei Ebenen getan. Okay, geht's vielleicht hier irgendwo ab zu Commander Dranor? Aha. Aha, ich sehe ja hier sogar das Fragezeichen. Na dann, da haben wir doch noch... Gut, dass ich in die Richtung gegangen bin. Weil ich dachte irgendwie, das Ende da. Aber dann gibt es nochmal eine Ebene. Ich bin aufgeschmissen in diesem Tunnel. Sehen auch alle gleich aus. Komplett verwirrt. Ich mach mal noch ein Skelettchen. Wer weiß, für was man das noch braucht. Speichern auch mal noch. Lana mal wieder nach vorne schicken. Amazone voraus. Das hätte mich aber auch. Hast du das auch gehört? Da ist doch jemand. Ach was. Das war bestimmt nur eine Ratte. Diese verdammten Fische. Schleich mal. Also wahrscheinlich wäre es da besser, nur einen zu verwenden, zum Beispiel sie. Denkst du? Hier unten passiert doch wirklich gar nichts. Das kannst du aber nicht sagen. Eine tristere Schacht hätten wir wohl kaum erwischen können. Mag sein. Wenigstens müssen wir uns nicht mit Banditen und anderem Gesocks rumschlagen. Hey, sehe ich auch. Na so. Klar. In Fuhrmannsheim. Ich nehme mal meine anderen mit langsam. So gesehen haben wir. Wenn natürlich das Skelett jetzt gleich umfällt und BÄR macht dann. Monster, alles frei. Bloß diese modrige Luft nicht wäre. Ah, die schlechte Luft stört mich nicht so. Ich mach das schon. Wenig Sonne wäre nicht schlecht. Die haben, für das normalerweise nichts vertont ist, reden die ziemlich viel. Hallo Dranor. Schick sie da aus. Was in den Niederhöllen macht ihr hier? Euch retten? Wie schaut ihr denn aus? Retten? Mich? Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass ich, Dranor, mich nicht aus eigener Kraft befreien könnte. Und diese stinkenden Leinenhemden haben die Wachen mir verpasst. Aus eigener Kraft befreien? Schaut euch doch mal um, ihr seid eingesperrt, tief unter der Erde, umgeben von massiven Felswänden und robusten Stahlgittern. Ihr seht nur, was euch eure ungeübten Augen sehen lassen. Für euch bin ich ein Gefangener in einer ausweglosen Lage, doch tatsächlich bin ich ein freier Mann, der hingehen kann, wohin er ihm beliebt. Tatsächlich? Und wie wollt ihr das anstellen? Allein das Schloss an eurer Zellentür dürfte euch arge Probleme bereiten. Herrje, wie könnt ihr mich derart beleidigen? Ich bin ein Meister meines Fachs. Da schaut her. Ihr habt das Schloss geknackt? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Weshalb seid ihr denn noch hier? Ganz einfach, es geht ums Prinzip. Ums Prinzip? Ich fürchte, ich verstehe noch immer nicht. Ich bin unschuldig. So. Unschuldig? Irgendwie kommt euch dieses Wort merkwürdig oft über die Lippen. Ihr müsst mir doch glauben.
Ich habe euch doch vor den Stadttoren noch von der Verwechslung erzählt. Es ging um den Diebstahl eines alten zwergischen Zeitmessers. Man lastet mir diese Tat an, obwohl ich es nicht gewesen bin. Ich sitze zu Unrecht in diesem Kerker. Und was ist mit dieser einfach mal eben über die Mauer klettern Geschichte? Meint ihr, das war eure Sache dienlich? Oh, ob dienlich oder nicht. Ich bleibe hier, bis meine Unschuld bewiesen ist. Schließlich bin ich ein Mann von Ehre. Dranor, das kann doch nicht euer Ernst sein. Habt ihr eine Ahnung, was ich durchmachen musste, um bis hierher zu gelangen? Es ist mir ernst. Keinen Fuß setze ich vor diese Zellentür. In einer Woche habe ich eine Anhörung. Dann wird sich dieses tragische Missverständnis aufklären und mein Doppelgänger wird in dieser Zelle hocken, während ich unbehelligt durch die Straßen Ferdox flanieren werde. Seid ihr wirklich sicher, dass ihr es eine weitere Woche hier unten aushaltet? Überlegt es euch gut. Nochmal werde ich nicht hier herunterkommen, um euch herauszuholen. Ha! Wenn's weiter nichts ist, auch wenn es hier furchtbar stinkt, die feuchten Wände über und über mit Schimmel bedeckt sind und die Mahlzeiten nicht mal die Hunde fressen würden, werde ich standhaft bleiben. Ich werde... Ach, Mart Ibn Halif, ihr habt ja recht. Ich halte es hier keinen Tag mehr aus in diesem Verlies. Ihr müsst meine Unschuld beweisen. Bitte sucht den Händler auf, der mir diese Tat zur Last legt. Sein Name ist Wulfgar Harpel. Er hat einige Stände auf dem kleinen Platz hinter dem Perreine-Tempel in der Grafenstadt. Findet ihn bitte so schnell wie möglich und geht der Sache mit dem Diebstahl auf den Grund. Er hat aber sehr schnell seine Stimmungsschwankungen ausgepackt. Geht's jetzt hier wieder raus? Ne, hier ist einfach Ende Gelände. Okay, dann machen wir doch das mit Dranor. Nee. Das war bestimmt nur eine Ratte. Diese verdammten Viecher sind wirklich an der Lage. I'm coming through. Oh, jetzt ist es erst umgefallen. Aber irgendwie hat Katmir das hier überschwungen. Es kommt mir so vor, als ob ich hier zum ersten Mal lang wandere. Also hier den Gang klar. Aber auch hier das Ganze. Irgendwie kommt mir neu vor. Als ob man damit Wirrwosch schon direkt eins weiter unten gestartet hätte. Allerdings hat es die Karte ja aufgedeckt und ich muss es ja selber machen. Es dehnt sich ziemlich weit aus, dieses Kellernetz. Ne? So. Jetzt sind wir wieder im Brauereikeller. Nummer Uno, oder? Ja, geht's da hinten noch weiter? Ne, da ist nur eine gestürzte Wand. Alles klar. Man muss schon relativ viel laufen, ja. Gebannt. Im Rollenspiel an sich überspringen oder auswürfeln. Passiert etwas? Würfel. Passiert nichts. Gut. Die Brauerei könnte auch mal wieder ein bisschen geflickt werden. So, aber bei ihm dürfte man jetzt eigentlich auswählen können, wo man hin will. Wenn ihr was braucht, sagt einfach Bescheid. Genau, da kann man erste oder vierte Ebene auswählen. Das reicht ja auch. Ich warte hier auf euch. Tiefer in den Keller werde ich... Was ist los, Muffensausen? Oder braucht ihr doch noch mehr Vorräte? Ich brauche natürlich mehr Vorräte. Und vielleicht auch den einen oder anderen neuen Skill. Beziehungsweise Mitstreiter. Ich habe tatsächlich auch mal einen Scharlatan gespielt in der Gruppe. Allerdings waren die immer relativ kampforientiert, die Gruppen, die ich im DSA gespielt habe oder mitgespielt habe. Und ja, das war halt ein bisschen schlecht dann, weil ich konnte so Illusionszauber und so weiter. Allerdings
nützt das mir recht wenig. Aber wir reden mal mit Laran Dijkmöller. Ich muss mich ja bei einem von beiden Handelshäusern einschleimen. Wohin so schnell? Hier geht es nicht weiter. Wieso ist die Straße gesperrt? Ich möchte zum Warenlager hinter euch. Bitte. Eins nach dem anderen. Mein Name ist Laran Dijkmöller. Ich bin der Vorarbeiter des Handelshauses Störrebrand. Die Querelen mit dem Haus Nicebeck zwingen uns leider zur Vorsicht. Das Oberhaupt unseres Hauses hat angeordnet, dass sich nur noch Leute, die für uns arbeiten, dem Warenlager nähern dürfen. Das trifft sich gut. Ich bin immer auf der Suche nach einem Zubrot. Ha, ihr macht mir Spaß. Was für Arbeit sollte ich euch denn anvertrauen? Obwohl, eine Kleinigkeit hätte ich da vielleicht wirklich für euch. Eine Kleinigkeit? Was für eine denn? Ein Botengang. Wenn ihr den für mich erledigt, schauen wir mal weiter. Vielleicht findet sich noch was zu tun, wo der ein oder andere Herr für euch herausspringt. Also, was sagt ihr? Störrebrand wollte ich sowieso. Lieber wie Nicebeck, weil die Störrebrands, das sind die mit den dicken Dukaten, ja? Die mit dem dicken Handelshaus, oder? Oder sollen wir uns das andere auch anhören? Hört sich gar nicht mal schlecht an. Ich frage jetzt mal, was danach noch so zum Arbeiten gibt. Ihr seid aber ungeduldig. Erledigt doch erstmal den Bodengang. Also, nehmt ihr an oder nicht? Ich höre mir noch das andere an. Da gehen wir jetzt auch noch hin. Schnell noch beim Pagol Barbeck vorbei. Was der im Angebot hat. Bodengang. Hört sich ja immer leichter an. Wie es dann am Schluss sein wird. Die sanfte Sana. Ist das eine Nutte? Entschuldigung. Eine Kurzisane. Hier ist noch der Nasreddin. Da kann man nämlich mal ausprobieren, was Gladys nämlich kann. Mit Sensibar Erectus oder so. So, daran sieht man nämlich, dass er mir freundlich gesinnt ist. Ja. Könnte man theoretisch, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal ihn auf ihn das mache. Hallo? Geht das nicht? Nö, scheinbar nicht, okay. Tretet näher! Schaut. Ah ne, mit dem muss ich ja gar nicht reden. Halt, stopp, wo ist er denn? Hä? Ah, da hinten. Okay. Auf ihn kann ich das sicher machen. Ne, auch nicht. Na gut, dann reden wir halt doch mal mit Pagol Barbeck. Was wollt ihr? Hier geht es nicht weiter. Oh, der hat auf jeden Fall schon mal eine nicht mehr so nette Stimme. Wieso ist die Straße versperrt? Ich will zum Warenlager des Handelshauses Nicebeck. Immer schön langsam. Ich bin Pagol Barbeck, der Vorarbeiter hier. Solange die Streitereien mit dem Haus Störrebrand bestehen, bleibt der Zugang zum Warenlager des Hauses Nicebeck gesperrt. Nur Leute, die für unser Haus arbeiten, bekommen Zutritt gewährt. Das trifft sich gut. Ich suche nämlich Arbeit. Hältst du mich wirklich für so dumm? Das Vertrauen für das Haus Nicebeck arbeiten zu dürfen, muss man sich hart erarbeiten. Wenn du dich wirklich beweisen willst, könnte ich dich ein paar kleine Aufträge machen lassen. Wenn du dich gut anstellst, überlege ich mir vielleicht. Was für Arbeit hättest du denn für mich? Einen kleinen Botengang, nichts weiter. Wenn du ihn für mich erledigst, sehen wir weiter. Vielleicht findet sich ja noch etwas. Kann sein, dass sogar der ein oder andere Heller dabei rausspringt, also... Was meint ihr damit? Was für eine Art Botengang? Was meint ihr damit? Was meint ihr damit? Willst du nun für uns arbeiten oder nicht? Nö, ich nehme dann doch über die Störrebrands, muss ich sagen. Der ist mir erstens ein bisschen zu unhöflich und zweitens haben die anderen mehr Geld. Ja. Und Ahmed Ibn Khalif geht dahin, wo der Heller liegt. Ja, oder der am besten der Dukat. Der Dukat. Aber ich habe es mir von beiden angehört, es gibt jeweils einen Botengang zu tun. Wahrscheinlich sind die auch recht ähnlich vom Verlauf. Wer weiß. Aber wir machen den Botengang für Haus Störrebrand. Das ist auch der Aufseher netter. Das ist ein guter Mann. Das ist ein guter Mann. Also. Na? Wollt ihr den Botengang doch noch machen? Hört sich gar nicht mal schlecht an. Ich mache den Botengang für euch.
Sehr gut, also hör zu. Unser Botenjunge ist krank und er sollte heute eine Bestellung von der Taverne zum Silberkrug abholen. Geht bitte an seiner Stelle dorthin und bringt mir den Bestellschein. Am besten so bald wie möglich. Brauerlich ist bestimmt schon ungeduldig. Na dann. Wo ist denn der? Kriege ich da nicht irgendwie noch was? Wo ist denn das? auf M? Kann ich da... Ugdanhafen. Kann ich mir nicht die anderen angucken? Schade. Okay, ich muss ja aber sowieso... Breiusplatz ist da der... Ich guck mal kurz auf den Breiusplatz vorbei. Wenn ich schon hier entlang kann... Der Silberkrug. Ah ja, der Silberkrug, klar. Ist am Breiusplatz. Das war ja da, wo... Mal ganz am Anfang den guten Vorgrim von den Bierkrügen wegzerren musste. Glaube ich zumindest. Oder? Müsste er denn hier sein? Silberkrug, ja, da ist er ja. Wunderbar. Ah, Ladezeiten, die sind früher auch schon länger gewesen, ne? So, also... Willkommen im Silberkrug. Was kann ich für euch tun? Oh, der hat aber auch sehr schöne Stimme. Ich bin hier, um die 4 Heller zu bezahlen, die euch Vorgrim noch schuldet. Tja, ein Sohn des Verholax bezahlt seine Schulden eben immer. Wenn er sie dann selbst bezahlt und nicht Freund Ahmed. Klappe, hämisches Weibsbild. Wenigstens beklaue ich niemanden, deswegen habe ich überhaupt offene Rechnungen. Naja. Wie dem auch sei, ich freue mich jedenfalls, dass die Schulden beglichen sind. Darf es sonst noch etwas sein? Okay, das wäre ist echt da. Ich komme vom Handelshaus Dörrebrand, um den Bestellchen abzuholen. Ach, ihr seid der neue Bote. Dann hat man sich ja mal wieder ganz schön Zeit gelassen. Ich war schon kurz davor, mir einen anderen Handelspartner zu suchen. Hier, nehmt den Schein und beeilt euch. Mir geht schon langsam das Bier aus. So, machen wir ein bisschen Botengänge. Das reicht noch von der Zeit heute. Dann wäre das auch abgehakt. Das ist halt echt so eine kleine Laufarbeit. Aber es heißt ja auch Botengang und nicht Botenspaß. Und mit E und Q kann man die Kamera drehen. Now, you know. Ja. Ah, sehr gut, der Bestellschein. Ihr trödelt zwar herum wie ein verschlafener Troll, aber diese Helle habt ihr verdient. Wenn ihr euch nicht blöd anstellt, haben wir vielleicht später mehr Arbeit. Ich hab das wirklich schnell diesmal gemacht, ja? Schön und gut, aber wann bekomme ich denn nun meinen Lohn für den Botengang? So, das hätte ich ja doch glatt vergessen. Hier eure Belohnung. Ja, und jetzt? Ernsthaft, ich muss jetzt Walter aus dem Frauenknast Bericht darüber erstatten, dass ich einen Botengang hin und her gelaufen bin. Na was? Oder habe ich da irgendwas gekriegt? Nee, ne? Ne, Mühlengewölbe? Aber ich habe ganz schön gut einen dicken Batzen Geld mittlerweile. Da kann ich echt mal einkaufen gehen. Muss meine Haut raus doch irgendwie ausrüsten. So, wie komme ich denn so bald aus dem Frauenknast? Zur Grafenstadt, ne? Also einfach hier runter. Jo, ne? Ja. Die haben hier auch noch Konto. Niceback hat hier auch noch wie nennt man's? Filiale? Ich muss sagen, die Musik ist doch sehr schön, sehr stimmig.
Ba-ba-da-ba-dam. So, zu Händler Harpel kann ich natürlich auch noch. Oh, was haben wir hier? Zwergendrilling. Stehen da auch sehr schön in der Reihe. Ach, da kann man irgendwie, glaube ich, ein Minigame machen. Daran erinnere ich mich, glaube ich, so halb noch. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Walter aus dem Frauenknast. Ah, da steht sie. Ihr seid zurück. Konntet ihr schon etwas herausfinden? Das ist nicht ihre Stimme. Es ist nicht ihre Stimme. Ich konnte mich dem Handelshaus Störrebrand anschließen. Vielleicht kann ich einige wertvolle Dinge in Erfahrung bringen, wenn ich eine Weile für sie arbeite. Sehr gut. Für eure Untersuchung, Fort Ahmed. Ihr bin Khalif. Ihr werdet die Wahrheit schon bald ins Licht gebracht haben. Ernsthaft? Dafür bin ich jetzt hierher gelaufen? Mäck, mäck, mäck. Das war ja mal richtig unnötig. Gab's dafür wenigstens Erfahrungspunkte? Ich gehe jetzt mal zu den Zwergendrilling noch. Gibt's zum Breiosplatz? Okay. Hier mit denen. Die Idee war doch prächtig, Brüder, oder nicht? In der Tat, mein Lieber, in der Tat. Spielt eine Runde und gewinnt. Was sagt ihr? Was spielt ihr denn für ein Spiel? Ein Glücksspiel, ein schnelles Spiel, ein Spiel, das eure Konzentration fordert. Genau. Ihr müsst gut aufpassen, dann gewinnt ihr auch. Und ihr seht aus wie jemand, der einen wachen Geist hat und gern gewinnt. Erklärt mir doch erstmal die Regeln und lasst mich dann entscheiden. Na gut, wir drei stehen in einer Reihe, dann laufen wir durcheinander, dann stellen wir uns wieder in eine Reihe. Und wenn ihr mich unter uns dreien dann wieder herausfinden könnt, gewinnt ihr das Doppelte des Einsatzes. Also was sagt ihr? Mit einem Dukaten seid ihr dabei, spielen wir eine Runde. Früher war ich da gut drin. Da war ich aber noch jünger und hatte schnellere Auffassungsgabe. Aber wir machen's mal. Ich habe euch sofort angesehen, dass ihr gerne spielt. Ich bin Borlox, zu meiner rechten Balasch und links von mir Bugu. Wie gesagt, findet mich nach unserem Lauf und der Gewinn gehört euch. Alles klar, ich werde euch gut auf euch aufpassen, Borlox. So ist's recht. Los geht's. Also der in der Mitte. Nach links, da ist er. Läuft ja die ganze Zeit nur. Da, jetzt ist er wieder in der Mitte. Bin ich's oder bin ich's nicht? Ja, seid. Richtig, ihr habt mich gefunden. Da habt ihr aber gut aufgepasst, Fremder. Hier euer Gewinn von 2 Dukaten. Was sagt ihr? Noch ein Spiel? Da kann man ja richtig Moneys machen. Soll man noch eins machen? Die halbe Stunde ist noch nicht ganz voll. Ja, noch eins. Also wieder den mittleren. Da läuft er. Immer schön. Er läuft ja wieder in die Mitte. Läuft er immer in die Mitte? Was? Diesmal liegt er falsch? Das muss ich mir nachher. Das gucke ich mir nachher an. Da ist was faul, ihr schummelt doch. Ihr seid Falschspieler. Ich habe genau aufgepasst. Ich werde euch der Garde melden und ihr, in wer weiß, wie viele Leute ihr bereits um ihr schwer verdientes Geld gebracht habt. Ah, oh nein. Wir wollten uns nur einen kleinen Scherz mit euch erlauben. Bitte ruft nicht die Garde. Ihr bekommt auch euren verlorenen Einsatz zurück. Das will ich hoffen und will. Ich erwische euch noch einmal, dann werde ich euch melden. Das wird nicht mehr vorkommen, wir versprechen es. Hier, habt ihr euer Geld. Los zum Hesinde-Tempel. Schön. Ja, auf zum Festplatz. Schön, dass vielleicht es gibt's da noch spielfreudige Leute. Gute Entscheidung. Aha, aber was hätte ich nur gemacht ohne Menschenkenntnis? Dann wäre ich jetzt dran gesessen und gesagt, so eine Sauerei, ja? Die verarschen einen hier. Und man kann nichts dagegen machen. Okay, dann laufen wir mal noch in Richtung. Ich war hier noch gar nicht, wenn ich ehrlich bin, ne? Hier. Hier müsste Auralia irgendwo sein, ne? Waffenhändler. Vielleicht mache ich bald mal eine Ausrüstungsfolge. Oh, da gibt es noch einen Anschlag. Den gucke ich mir auch noch schnell an. Welche Schande! Das Haus der Göttin verweist?
Lass mir was kaputt hauen. In Ordnung. Im Namen der göttlichen Loyin. Durch den ruhmreichen Tod der geweihten Rondriane zu Waldstein bei der Schlacht auf dem Mythraelsfelde von Werheim 1027 nach Boberanzfall bleibt der Tempel der Rondra bis auf weiteres geschlossen. Ulana freut sich da nicht so drüber. Naja, aber das war's für diese Folge. Nächstes Mal gibt's wieder einiges zu tun. Bis dahin, haut rein und guck mal überall anderes vorbei. Bye, bye.